Namen Allahs, des Gnädigen, des Immerbarmherzigen. Verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer erneuten Ausgabe von Presseschau. Und hiermit auch meinen Gast, Frau Alia Hübsch. Sie ist Religionswissenschaftlerin und studiert derzeit Religionsphilosophie an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kürzlich verstarb Nelson Mandela. Neben Mahatma Gandhi und Martin Luther King gilt er ja als einer der im 20. Jahrhundert international herausragenden Vertreter für im Kampf für die Freiheit gegen Rassentrennung, Unterdrückung und soziale Ungerechtigkeit. Und nun wurde in einem Artikel der Fox News gefragt, wo denn der Muslim Mandela sei, wie Sie auch gelesen haben. Und in einem darauf folgenden Artikel wurde dann von Kasim Rashid die Frage beantwortet und er stellte den Muslim Mandela vor sozusagen. In dem Artikel Where is the Muslim Mandela heißt es, Nelson Mandela, the iconic peacemaker and liberator, lived under and eventually triumphed over apartheid. He became the first black African to lead his country. At the same time, on the same continent, the Central African Republic has become the latest place to feel the rage of radical Islam. Events this week beg the question, where among the 1.56 billion Muslims is our Mandela? Where is our Mahatma and where is our Madiba and where is our Liberator? Frau Hübsch, ist es denn nicht zu verleugnen, dass der Artikel aus einem eher eurozentrischen Blickwinkel heraus verfasst wurde? Denn die Verfasserin fragt auf einer Seite, wo denn der muslimische Mandela sei und auf der anderen Seite zählt sie Missetaten von radikalen Islamisten auf. Ja, inwiefern ist Ihr Ansatz als falsch zu deklarieren? Ja, also ich finde, Ihr Ansatz ist insofern als falsch zu deklarieren, als dass hier einer falschen Logik gefolgt wird. Also das folgt quasi der Logik, in Deutschland gibt es Nationalsozialisten, also sind die Deutschen nationalsozialistisch. Also wird eine Kausalität erzeugt, die gar nicht da sein muss, aber weil halt eben alles so unmittelbar in dieser Reihenfolge dargestellt wird, erzeugt das halt diesen Eindruck. Okay. Und kommen wir denn auf den Aspekt der Diskriminierung oder auf den Aspekt des Rassismus zu sprechen? Was sagt denn der Islam dazu oder generell zur Wahrung der Menschenrechte? Ja, also der Islam ist eine universelle Lehre für alle Menschen und sieht sich auch selbst als Vervollkommnung aller Religionen an und als letzte Buchreligion. Das heißt, nach diesem Buch wird es oder nach dieser Religion wird es keine Religion mehr geben, die noch ein heiliges Buch hervorbringen wird von einem Propheten. Und in diesem Sinne ist diese Botschaft eine sehr große, hat eine enorme Tragweite, denn sie besagt, dass alle Menschen eine individuelle Beziehung zu Gott eingehen können und dass in diesem Buch, also im Koran, das ist das Heilige Buch der Muslime, auch ganz genau dargestellt wird, wie dies genau ablaufen kann, wie die Menschen eben diese Beziehung zu Gott aufbauen können. Und es gibt da zahlreiche Verse im Koran, zum Beispiel ein Vers ist halt auch sehr wesentlich, der ist in der Sura Al-Hujurat, das ist der Vers 14 und da heißt es, O ihr Menschen, wir haben euch von Mann und Frau erschaffen und zu Völkern und Stämmen gemacht, dass ihr einander kennenlernen möchtet. Und darauf folgend dann, und der Angesehenste unter euch ist derjenige, der der Gottesfürchtigste unter euch ist. Also auch nochmal, dass betont wird, es geht eben nicht darum, welche Herkunft ihr angehört und dass Pluralität gewollt ist in gewisser Weise. Also weil es heißt ja, wir haben euch zu Völkern und Stämmen gemacht, dass ihr einander kennenlernen möchtet. Also Pluralität ist Gott gewollt, das ist etwas Schönes. Aber halt auch, dass eben die Gottesfurcht eigentlich die Auszeichnung eines Menschen ist, oder? Das ist das Besondere und das kann ja auch nur Gott beurteilen. Wir können jetzt nicht in der Lage sein zu sagen, ja, du bist besonders gottesfürchtig oder du bist nicht besonders gottesfürchtig, weil das eben nur eine Sache ist zwischen Gott und Mensch. Und es wird ja auch sehr stark auf das Nafs eingegangen, auf das Wesen des Menschen. Also genau. Ja, und in derselben Sura, oder beziehungsweise was auch nochmal sehr interessant ist, dass dieser Vers auch dann herabgesandt wurde, laut der Islamwissenschaft, also so tradiert, als der Sklave Bilal, also das war im Frühislam, gab es einen dunkelhäutigen Sklaven, der dann auch freigekauft worden ist von einem Prophetengefährten. Und damals, als die Muslime nach 13-jähriger Verfolgung dann nach Mekka einmarschiert sind, friedlich, also quasi dann, sie hätten ja eigentlich auch gewalttätig werden können, haben sie aber nicht getan. Das wird übrigens auch immer wieder gar nicht in den Medien irgendwie erwähnt, wie eigentlich die Muslime damals reagiert haben. Und damals wurde dann der Gebetsruf von diesem Sklaven, also ehemaligen Sklaven, dunkelhäutigen, gerufen. Und das war auch, also der Prophet Mohammed, Friede und Segen sein, auf ihm hat ihn befohlen, dass er diesen Gebetsruf halt aus,
rufen soll. Mhm. Und die Muslime haben dann daraufhin das ein bisschen kritisiert, ja, warum ist es ausgerechnet ein Sklave, der jetzt diesen Gebetsruf hält. Und daraufhin wurde dann dieser Koranvers herabgesandt. Also Gott hat dann nochmal gesagt, ja, es ist schön, dass es so viele verschiedene Stämme und Völker gibt. Und ich habe das so gemacht, damit ihr einander kennenlernen möchtet, damit ihr einander bereichert. Mhm. Aber auch nochmal den Schwerpunkt darauf gelegt, dass eben die Gottesfurcht das Wichtigste ist. Und das aus diesem Grunde, weil halt Bilal war ein sehr gottesfürchtiger Mensch, beziehungsweise wird das halt so überliefert, er auch diese Ehre gehabt hat, diesen Gebetsruf zu rufen in der Kaaba. Eben, und es wird ja auch gesagt, dass dass man im Koran heißt es auch, dass man das Böse mit dem Besseren abwehren soll. Also was den Rassismus sozusagen betrifft. Genau. Und auch interessant, in derselben Sura, die ich gerade erwähnt habe, Al-Hujurat, heißt es auch zwei Verse vorher, dass die Menschen eines Volkes, also die Gläubigen werden wieder aufgefordert, die Menschen werden wieder aufgefordert, dass sie nicht spotten sollen über andere Menschen eines anderen Volkes und auch, dass die Frauen eines Volkes nicht spotten sollen über die Frauen eines anderen Volkes, weil vielleicht sind jene besser als ihr und ihr wisst es nur nicht. Ja? Also, das ist auch sehr zentral und da heißt es auch, dass man sich keine Schimpfnamen geben soll. Mhm. Und was wir halt auch oft erleben, wenn wir jetzt vom Thema über Diskriminierung sprechen, Rassismus, dann ist es ja nicht nur so, dass im Denken des Menschen, dass es da quasi einen Hochmut gibt oder eine Arroganz, sondern das zeigt sich ja auch in Form von Taten, dass halt die Menschen dann auch beschimpft werden, dass aber halt auch Menschen gezielt halt boykottiert werden. Das ist halt auch sehr, sehr interessant, dass schon vor 1400 Jahren, als eben der Koran offenbart worden ist von Gott, dass da schon diese zentrale Botschaft, dass alle Menschen vor Gott gleichwertig sind und dass da eben nur die Gottesfurcht zählt, dass das halt so offenbart wurde. Sie haben gerade erwähnt, die Gleichheit der Menschen generell erwähnt, aber wie sieht es dann mit den Rechten der Frau im Islam generell aus? Ja, also die Rechte der Frau sind jetzt quasi ein Unterthema von, wenn wir uns anschauen, wie Menschen generell behandelt werden sollen. Mhm. Und ich habe ja betont, dass die Gleichwertigkeit der Menschen und die Gleichheit vor Gott sehr zentral sind im Islam und dass da nur die individuelle Beziehung zu Gott im Vordergrund steht. Aber auch nochmal, wenn wir uns die Frauenrechte anschauen, was auch sehr interessant ist, dass der Ort der Kaaba, also da, wo auch damals der ehemalige Sklave Bilal den Gebetsruf ausgerufen hat, da wurde auch eine Abschiedspredigt gehalten vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das war kurz Zeit, bevor er gestorben ist, also in dem Jahr, als die Gläubigen dort waren an der Kaaba. Und da hat er gesagt, ein Araber ist nicht mehr wert als ein Nicht-Araber. Und dass generell, dass die Hautfarbe keine Rolle spielt, sondern dass es eben nur darum geht, wie wir vor Gott dastehen. Mhm. Und dann hat er auch nochmal betont, und das ist halt auch sehr wichtig, weil wir heutzutage auch sehen, wie die Frauenrechte eben nicht eingehalten werden, obwohl sie im Islam verankert sind, dass die Frauen gut behandelt werden sollen. Das hat er mehrmals betont. Er hat gesagt, achtet darauf, eure Frauen gut zu behandeln. Mhm. Und es gibt viele verschiedene Koranverse, die das auch immer wieder betonen, dass Mann und Frau gleichwertig sind und dass sie auch einander Freund sind. Das ist auch in einem Koranvers sehr wesentlich. Vor 1400 Jahren wurden ja auch Rechte wie das Erbrecht, das Scheidungsrecht eingeführt, was jetzt hier in der europäischen Welt sozusagen erst Ende 19. Jahrhundert eingeführt wurde. Oder sogar Anfang 20. Jahrhundert in der Schweiz. Genau. Sehr, sehr spät, genau. Also das bekommt man hier auch gar nicht wirklich mit, dass jetzt diese ganzen Rechte, wie Sie gerade gesagt haben, das Erbrecht, das Scheidungsrecht, das Recht auf Eigentum, das Wahlrecht, das ist alles schon im Koran verankert ist. Ja. Und wenn wir auch zum Beispiel in gewisser Weise, was auf den ersten Eindruck vielleicht suggerieren könnte, okay, da gibt es jetzt eine bestimmte Rangordnung, wenn wir uns das aber genau anschauen, dann geht es eigentlich darum, dass der Mann der Verantwortliche ist über die Frau in dem Sinne, weil er halt körperlich auch stärker ist und stabiler quasi in gewisser Weise, dass er deswegen dafür für die Frau sorgen soll und dass er in dieser Weise auch ausgezeichnet ist, aber dass es halt darum geht, dass diese Auszeichnung vor Gott in gewisser Weise keine Rolle spielt, wenn der Mensch halt eben vor Gott ein reines Herz hat. Um diesen Aspekt zu verstehen, braucht es ja auch einem gewissen Wissen sozusagen, einer Bildung. Und darauf wird ja auch sehr stark Wert gelegt, dass die Frau und der Mann beide gleichermaßen sich Wissen aneignen. Genau. Das ist sehr wesentlich. Da gibt es auch sehr viele Überlieferungen des Propheten. In einer Überlieferung heißt es zum Beispiel, das ist auch sehr interessant, dass wer einer Tochter gute Bildung angedeihen lässt, also wer sie gut aufziehen lässt, dass er und also diese Person und der Prophet sich im Paradies so nah sein werden, wie der Mittelfinger und Zeigefinger. Mhm. Also hat dann auch so seine Finger gezeigt, dass es auch nochmal zeigt, wie wichtig das eigentlich ist. Ja. Und auch in anderen Aussprüchen heißt es, dass es für Mann und Frau Pflicht ist,
sich Wissen anzueignen. Also das ist nicht einfach nur etwas Gutes. Auch wenn man bis nach China reisen muss, heißt genau, es ja. Genau. Ja, also es ist nicht nur was Gutes oder irgendwie es sollte gefördert werden, sondern es muss getan werden. Es ist eine Pflicht. Und wir haben ja gerade über den Artikel gesprochen, in dem gefragt wurde oder hinterfragt wurde, wo denn der Muslim Mandela sei. Und der Autor Kasim Rashid, der auch das Buch The Wrong Kind of Muslim verfasst hat, antwortet ja darauf in dem Artikel Meet the Muslim Mandela. The Muslim Mandela is a beacon of peace, enduring prison patiently for his beliefs, living in exile from his homeland for over a decade for his faith, and forbidding any violent or uncivilized response to the countless acts of terrorism and apartheid against his tens of millions of followers. So come meet the Muslim Mandela. He is His Holiness Mirza Masood Ahmed Khalifa of Islam. His Holiness is the Mandela the Muslim world needs, wants and is slowly but surely accepting. Was kann Hazur, möge Allah seine Hand stärken, der Welt geben, beziehungsweise welche Wirkungen hat oder hätte denn er für die Welt? Und Was kann man dazu sagen? Auch nochmal für unsere Zuhörer, die nicht wissen, wer das ist. Also das ist der Khalif der Ahmadiyya Muslimgemeinde, das geistige Oberhaupt. Und wir betonen das auch immer wieder, dass es ein rein geistliches Oberhaupt ist und dass es da keine politischen Ansprüche gibt. Diese Frage ist meiner Meinung nach unmittelbar damit verknüpft, was eigentlich der Islam der Welt geben kann. Und jetzt also nicht für Muslime, nur für Muslime gesprochen oder für gläubige Menschen gesprochen, sondern der Welt wirklich. Was können wir Menschen geben, die jetzt auch erstmal nicht an Gott glauben? Und ich finde, wenn wir uns das jetzt uns genauer anschauen, dass wir auch eigentlich dann direkt auf den Punkt überspringen können, was hat der Prophet Mohammed, also das ist der Gründer des Islam, Mohammed, Frieden und Segen sein auf ihm, was hat er eigentlich der Welt gegeben? Mhm. Und im Koran heißt es darüber, dass er eine Barmherzigkeit war für alle Welten. Mhm. Also auch wieder nochmal diese Universalität, die da im Mittelpunkt steht. Und zwar, also ich würde das jetzt so beantworten, dass eben durch dieses spirituelle Vorbild, also durch diese göttliche Rechtleitung, die der geistige Oberhaupt der Ahmadiyya-Gemeinde hat und halt auch der Prophet damals, Muhammad sallallahu alaihi hatte, dass diese göttliche Rechtleitung in der Menschheit fehlt und auch der Welt fehlt. Mhm. Und dass eben er derjenige ist, der auch durch seine Gebete, aber auch durch seine Ansprachen, also er spricht ja auch sehr viel, zum Beispiel war er im EU-Parlament oder auch im Weißen Haus und hat dann halt nochmal die Menschen darauf aufmerksam gemacht. Capitol Hill in den USA. Genau, dass eben der Weltfrieden gesichert werden muss. Und er schafft das eben durch seine ganz besondere Beziehung zu Gott und er hat halt eine ganz, ganz besondere Ausstrahlung, dass er die Menschen erreicht, dass er auch die Menschen erreicht, die eigentlich überhaupt gar keine Beziehung zu Gott haben, die dann erkennen, okay, es geht wirklich darum, dass wir versuchen, einander kennenzulernen, dass wir einander bereichern, anstatt uns immer zu bekriegen. Vor allem in einer Welt, in der die Gesellschaft oder der derzeitige Zeitgeist sozusagen von einer kognitiven Dissonanz geprägt ist oder von Volkskrankheiten wie Depressionen und Also dieser innere Frieden fehlt einfach. Und er gibt den Menschen oder zeigt den Menschen eigentlich im Grunde genommen, wie wir diesen inneren Frieden finden können. Mhm. Also er verweist sehr stark und das durch seine eigene Hingabe, durch sein eigenes Vorbild, dass er eben nicht einfach nur sagt, ja, ihr sollt so und so sein, sondern dass er selber so handelt. Ja. Das ist schon sehr zentral in der heutigen Welt. Das fehlt einfach sehr stark, dass wir so einen Menschen haben, der eben diesen Frieden einfach nicht nur vermittelt, sondern auch vorlebt. Die Menschen betet. Man kann ihn ja besuchen und dann sieht man auch, wie seine Ausstrahlung ist. Man kann das ja auch immer alles nicht so gut erklären. Das heißt, hier gibt es quasi eine Wiederbelebung des Islam, der eigentlich vor eine Verkörperung der geistigen Lehre des Islam. Des Islam. Spiritualität. Und wenn wir jetzt schon dabei sind, welche Rechte oder wie welchen Stellenwert gibt der Frau in der Ahmadiyya-Gemeinde, der Khalif oder die Ahmadiyya-Gemeinde an sich? Also es war, das ist auch sehr wichtig zu betonen, es war auch ein Khalif der Ahmadiyya-Muslimgemeinde, der zweite Khalif, der Bashiru, den Mahmud Ahmad Rizal al-Anhu, Friede sei auf ihm, der damals die Lajna Imaila gegründet hat. Das ist eine unabhängige Frauenorganisation, internationale Frauenorganisation, die es in dieser Art überhaupt gar nicht gibt. Es ist die erste und bisweilen gibt es auch keine andere dieser Art, also die so organisiert ist, so gut organisiert ist und auch international vernetzt. Und diese Frauenorganisation wurde halt in einer Zeit gegründet, in der halt hier heutzutage die Frauen überhaupt gar keine Rechte hatten und es gerade mal so noch das Wahlrecht und so weiter alles durchgesetzt worden ist. Und das Motto dieser Frauenorganisation ist und auch immer, also war immer damals noch, und ist auch heute, dass keine Nation Fortschritte erzielen kann, solange sie nicht ihre Frauen bildet.
Und wir sehen das jetzt auch zum Beispiel in der Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde, dass zum Beispiel jedes Jahr bei der Jahresversammlung Jalsa Salana die Frauen ausgezeichnet werden, die einen besonders hohen besonders hohen akademischen Grad erzielt haben. Dass sie dann nochmal vom Kalifen selbst auf die Bühne gerufen werden, eine Auszeichnung erhalten, dass es eben gewertschätzt wird. Und es motiviert natürlich auch nochmal das Umfeld, sich im Wissen ja voranzuschreiten und sich Wissen anzueignen. Genau, und vor allem, dass er auch immer wieder die Frauen selbst anspricht und sagt, es ist wichtig, dass ihr sollt keine Minderwertigkeitskomplexe haben, sondern es ist wichtig für euch, dass ihr vor Gott im Klaren seid und dass ihr halt diese friedliche Botschaft den anderen vermittelt. Und ihr sollt selbstbewusst sein. Ihr sollt nicht denken, dass ihr, nur weil ihr jetzt zum Beispiel in gewisser Weise, jetzt, wenn wir jetzt auch das Kopftuch tragen, da verdecken wir auch unsere Reize in gewisser Weise. Und es gibt, da gibt es auch immer wieder Diskriminierung, was ja auch das Thema ist. Kommt auch wieder drauf zurück, ja. Ja, genau. Aber dass man Diskriminierung nicht dadurch abbaut, dass man sich einfach assimiliert und einfach ist wie alle anderen. In dem Sinne, dass man halt die Werte nicht wahrt, die eigene Religion vorschreibt, sondern dass das ganz anders vorgeht, sondern das passiert durch Liebe, durch Akt der Hingabe, durch Spiritualität und das eigene Vorbild. Ja, an dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen für das interessante Gespräch, worüber man noch sehr viel reden könnte. Ja, danke auch. Und auch bei Ihnen bedanke ich mich, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer. Bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.